Das heißt, das Wichtigste, und das ist auch der Punkt von Kollaps spüren lernen, ist das Kunststück, das Nichts sehen zu lernen. Kollaps spüren lernen ist das Kunststück, das Nicht-Spüren spüren zu lernen. Und das kannst du spüren lernen. Und ich würde sagen, lasst es uns spüren lernen. Aber es ist letzten Endes, ja, meine Augen sind ein bisschen verspannt. Meine Stirn ist so ein bisschen, aha, okay, ich zähle das auf, was ich noch spüre. Wenn ich aber in diesem Kollaps bin, sollte ich das aufzählen, was ich nicht mehr spüre. Also das, wo ich gar nicht drauf komme, das, was ich also nicht aufzähle. Das ist ein bisschen der Punkt, den wir bei Kollaps beachten müssen. Und du wirst auch bemerken, dass du große Teile deines bisherigen Lebens und große Teile deines Alltags in einem graduellen Kollaps verbringst. Ich auch, weißt du? Da können wir gleich die Hosen runterlassen, da stehen wir alle nicht gut da, das ist für uns alle beschissen. Das ist total ungerecht. Das ist wahnsinnig viel Arbeit, das aufzulösen. Das ist für alle gleich. So, also das ist gleichzeitig wie ein Erleben, was wie unweigerlich eigentlich sich uns auch antut, auch mit dieser ganzen Brutalität, die das hat. Yay, danke für dein Interesse an solchen wilden Themen. Wenn du Lust auf noch mehr Wildheit hast, auf noch weniger Alltag, auf noch weniger Funktionieren, dann check meine Shaking Collection. Ich habe alles zusammengepackt, damit wir durch die Wildwasser des Alltags rauschen können. Und du findest den Link in der Beschreibung unter diesem Video.